Die Exkommunikation von 1076 brachte Heinrich IV. Rasch in die Defensive. Zwar ließ er den Papst durch einen Bischof exkommunizieren, das half allerdings nichts. Die exkommunizierten Bischöfe wechselten selbst die Fronten in der Hoffnung, in ihren Ämtern bleiben zu können. Bei den folgenden Reichstagen des Jahres waren nur noch wenige Bischöfe anwesend. Nun wankten auch die weltlichen Großen, denn mit dem Bann waren alle Treueeide auch gelöst. Es verbanden sich die sächsischen und die süddeutschen Gegner des Königs. Es tauchte sogar der Plan auf, einen neuen König zu wählen. Unerwartet stellte sich der Papst auf die Seite Heinrichs, denn er wollte keinen neuen König, sondern die Unterwerfung. Der König fügte sich und gelobte, seine gebannten Räte zu entlassen, dem Papst Gehorsam zu leisten und Buße zu tun. Die Fürsten verstärkten den Druck, indem sie ihm mitteilten, sie würden ihn nicht mehr als König anerkennen, wenn er mehr als ein Jahr gebannt bliebe. In Raum stand ein Papstbesuch in Augsburg im Februar 1077, um eine Entscheidung herbeizuführen. Papst Gregor VII. Brach im Gedanken an einen großen Sieg auf. Da ergriff der König die Initiative. Heinrich wollte vor Augsburg eine Entscheidung herbeiführen. Seine Überlegung: Dem Heiligen Vater würde es schwer fallen, einen reuigen Sünder die Absolution zu verweigern. Da seine Gegner, die Herzöge von Schwaben, Bayern und Kärnten, ihm die Alpenpässe sperrten, nahm Heinrich den Weg über Burgund. Im Winter, der überaus hart war, überquerte er die Alpen. In Italien sorgte das Erscheinen des Königs für Verwirrung. Der Papst war verunsichert, brach die Reise ab und floh nach Canossa, einer Burg im oberen Apennin, die Markgräfin Mathilde von Tuszien gehörte. Die Herren der Lombardei waren begeistert vom König, schließlich sollte er nach 20 Jahren endlich für Ordnung sorgen. Der päpstliche Bann wirkte dort nicht. Eher hoffte man auf einen Romzug des Königs mit Absetzung des verhassten Papstes, Neuwahl und danach einer Kaisergründung. Heinrich aber brauchte die Absolution, also ging er nach Canossa wie ein Büßer barfuß und in wollenem Gewande und demütigte sich 3 Tage vor dem Papst so tief, dass dieser nachgeben musste. Gregor war jetzt in der Falle. Mit der Lösung vom Bann gab er seinen größten Trumpf aus der Hand. Verweigerte er aber einem reuigen Sünder die Absolution, so verstieß er gegen das Gebot der christlichen Nächstenliebe und setzte sich dem Verdacht der Rachsucht aus. Markgräfin Mathilde appellierte ebenfalls an den Heiligen Vater, genauso wie der Abt von Cluny. Am 28. Jänner 1077 kam die Versöhnung. Der Papst löste Heinrich vom Kirchenbann und anerkannte ihn als König. Nun geriet Gregor VII. Unter Druck. Er verlor seine Verbündeten.